Hallo zusammen. In ein paar Tagen wollen wir wieder auf eine Tour gehen, mit dem Auto nach hinter Frankfurt fahren und dort den Sohnwaldsteig belaufen. Da gibt es drei Trekking-Camps, die dort eingerichtet wurden und dafür wollen wir uns ausrüsten. Waren wir von dem Keller, haben unsere Outdoor-Kisten hochgeholt und dann gucken wir mal, was wir Schönes für diese Tour brauchen und packen wir uns jetzt schön aus dem ganzen Gedöns unser Outdoor-Ausrüstung zusammen. Rucksäcke haben wir schon da. Hier unsere zwei Leute. Und dann ja, gucken wir mal, was wir hier haben. Gas, Wasser zum Filtern, unsere Trinkblasen, noch mehr Gas, unser Primus-Kocher, sowas alles. Ein Tarp werden wir mitnehmen müssen, um auf das Wetter vorbereitet zu sein. Zipperbeutel, unser Kochgeschirr und ja, Essen und ganz wichtig, Kaffee. Nun haben wir uns alles rausgesucht aus unseren Equipment-Kisten und das ist rausgekommen an Essen. Da sieht man Porridge und Müsli und Fertigessen, die gefriergetrockneten von den Firmen, dann Kaffee, dann eine Nussmischung, einen kleinen Kuchen nehmen wir uns mit. Sitzkissen, ja, das Zelt selber, eine Tarpstange mit Stange. Ja, Isomatten in Blau und Schwarz, Gas, Kochgeschirr, unseren Kocher, Tassen, was zum Abwaschen, unseren Teller, dann das Navi, eine GoPro nehmen wir mit, einen Akku mit Solar, unser ganzes Wasserequipment, weil unterwegs haben wir nicht eine Möglichkeit, Wasser aufzunehmen. Deswegen müssen wir bestimmt 6 bis 8 Liter mittragen. Und links dann noch ein bisschen Werkzeug zum Holz sammeln. Und ja, Stirnlampen und Kleinigkeiten an Werkzeug. Und das gilt es jetzt alles in die Rucksäcke zu verstauen. So, geschafft. Alles drin. Los geht's.